Einmal mehr steht uns Ostern bevor. Das Landesmuseum Vaduz ist bekannt für viele Ostereier, Eier von der ganz speziellen Art. Im Landesmuseum aber gibt es noch viel mehr. Und dort wird einem bewusst, dass Ostern nicht nur ein beweglicher Feiertag im Kalender ist, sondern auch eine ständig andere Wertung überkommt. Der Direktor, der Professor Rainer Vollkommer, hat uns zuerst in die Schatzkammer geführt. Dort geht es rein, dort wirft man eine Münze rein, wartet in der Schleuse und dann ist man rein. Ich war perplex und habe probiert, die Schatzkammer so einzufangen, wie es dort drin ist. Hell, wo es muss sein, dunkel, wo es Sinn macht. Und dann sind die Fragen nur gerade so rausgesprudelt. Ja, Herr Professor Rainer Vollkommer, wir sind hier jetzt in der Schatzkammer vom Landesmuseum und wir sehen hier etwas ganz Spezielles vor uns. Was ist das? Ja, wir sehen hier wirklich etwas ganz Spezielles und zwar eines der ganz berühmten Fabergé-Eier, das aus einer noch bekannteren Serie kommt als die Zahneier, und zwar aus der sogenannten Kelchserie, die sich dadurch auszeichnen, dass sie noch größer, noch wertvoller waren als die Eier für den Zahn. Der Zar selbst hatte sie immer seiner Frau und seiner Mutter geschenkt. Und gleichzeitig gab es einen Herrn Kelch, nachdem diese Serie benannt worden ist. Und der Herr Kelch wollte immer jedes Jahr ein Ei haben, das teurer ist als die beiden Eier zusammen, die der Zar für die Frau und für seine Mutter hat herstellen lassen. Und im Jahre 1901, als dieses Ei hergestellt worden ist, hat der Zar die zwei teuersten Eier für sich herstellen lassen. Und deswegen ist dieses eigentlich das teuerste Ei, das je von Karl Fabergé hergestellt worden ist. Es hat auch, wie alle diese berühmten Eier, einen eigenen Namen, das Apfelblütenei. Und zwar deswegen, weil hier einmalig die Apfelblütenzeit dargestellt wird. Wir sehen hier hinter einem zunächst einen grünen Stein im Hintergrund. Wir müssen uns vorstellen, der kommt aus einer sibirischen Mine, wo es nur diese Art von Jadegestein gibt. Und man hat allein ein Jahr hat ein Steinschneider daran gearbeitet, um dieses herauszuarbeiten, weil es innen hohl ist und nur eine Dicke von 2 mm aufweist. Darüber gezogen wurde in Gold dann die einzelnen Zweige, die dann in wunderbaren Goldblüten, die weiß emailliert sind, hervorgehoben. Und in der Mitte sind dann weiße und rosane Diamanten, die dann noch das Besondere geben. Das Ei konnte man öffnen und das ist hier noch eines der großen Rätsel, die wir leider nicht lösen können. Normalerweise war in den Eiern nochmals ein Geschenk zu finden, dieses ist hier leider aber verschwunden. Jetzt reden Sie immer von Russland, von Zar. Wie kommt denn das ins Liechtensteinische Landesmuseum? Es gab einen sehr berühmten liechtensteinischen Sammler, der die größte Sammlung überhaupt an Ostereiern zusammengestellt hat. Wir besitzen ca. 4000 Ostereier von ihm, die aus der ganzen Welt stammen. Und er hat sich vor allem für russische Ostereier interessiert und hat dort wahrscheinlich die beste Sammlung zusammenbekommen, die es außerhalb Russlands gibt. Und so können wir stolz sein, dass wir hier wirklich die ganze Spannbreite der russischen Ostereier aus dem Zarenreich darstellen können. Die meisten aus dem 19. und Anfang 20. Jahrhundert. Und das geht los von Eiern, die aus Pappmaché sind, über Eier aus Glas und Porzellan, dann Eier, die aus Gold und Silber sind und dann eben als Besonderheiten einige sehr, sehr schöne Fabergé-Eier, die wir besitzen. Wann ist die Schatzkammer genau offen? Die ist jeden Tag geöffnet zwischen 10 und 17 Uhr und zeigt eben diesen Reichtum an Ostereiern in der Welt. Zunächst hier sehen wir besondere weitere russische Ostereier, die um 1900 hergestellt worden sind. In der ersten Reihe kleinere Fabergé-Eier, dann weitere Fabergé-Eier, dann Eier aus Gold, Silber, emailliert von den anderen sehr berühmten Goldschmieden der damaligen Zeit wie Ovchinnikov oder Thielander. Und es geht dann weiter zu Eiern aus Porzellan. Als Höhepunkt haben wir die beste Sammlung an
kaiserlichen Porzellaneiern. Der Zar hat jedes Jahr zu Ostern sehr limitierte Auflage, in sehr limitierter Auflage Ostereier verschenkt an die wichtigsten Familienmitglieder und an die höchsten Würdenträger. Und wir besitzen die beste Serie von diesen wunderbaren kaiserlichen Porzellaneiern, die von ihm persönlich verschenkt worden sind. Und dann geht es hinüber über Ostereier aus der Zarenzeit aus Glas und Pappmaché zu Ostereiern aus der ganzen Welt. Und hier sehen wir zum Beispiel ganz groß ein Glasei von Vignini. Das war damals der berühmteste Glaskünstler von Murano bei Venedig. Und weitere Höhepunkte aus anderen Ländern, die hier in der Sammlung zu sehen sind. Und wie kommt die Sammlung daher? Die Sammlung gehörte einst eben den Liechtensteiner Sammler Adolf Peter Gob, der sehr freizügig war und gesagt hat, er kam aus sehr, sehr armen Verhältnissen und ist dann sehr reich geworden. Und er sagt, nur dank dem Land Liechtenstein konnte er so reich werden, und er wollte etwas dem Land Liechtenstein zurückgeben. Und so hat er im Jahre 2009 seine berühmte Ostereisammlung dem Land geschenkt. Und das hätte ja wahrscheinlich einen gewissen Hintergrund, oder? Wie er überhaupt zu der Eiersammlung gekommen ist. Warum hat er überhaupt Eier gesammelt? Ja, das ist noch eine ganz besondere Geschichte. Wir müssen uns vorstellen, wir kommen im Jahre 1945 gegen Ende des Zweiten Weltkrieges, und plötzlich erfahren einige Soldaten, die früher schon in der Weißen Armee gekämpft haben gegen die Bolschewiken, und Intellektuelle, die seit dem Ende der Revolution oder nach der Revolution nach Mitteleuropa gegangen sind, erfahren, dass es in dem Vertrag von Jalta, der im April geschlossen worden ist, dass alle Russen, die seit 1917 das Land verlassen haben, wieder Stalin zurückgegeben werden müssen. Dazu verpflichteten sich die anderen alliierten Mächte, wie auch die neutralen Länder wie Schweden oder die Schweiz. Und glücklicherweise hat man in diesem Vertrag Liechtenstein vergessen. Und so sind 500 Russen, die von diesem Schicksal betroffen worden wären, im Jahre 1945 auch vom 2. auf den 3. Mai nach Liechtenstein geflohen und haben um Asyl gebeten. Dies war kurz vor dem Osterfest bei den Russisch-Orthodoxen, die viel später das Osterfest damals gefeiert haben. Adolf Peter Gob war für die Verpflegung verantwortlich als junger Pfadfinder. Und als er das gehört hat, hat er im ganzen Land 500 Ostereier gesammelt, sie rot bemalt und jeden einzelnen Soldaten ein Ei überreicht. Und das muss emotional so aufgeladen gewesen sein, weil dieses Symbol der Hoffnung, der Liebe, des Verständnisses für die Russen natürlich bedeutet hat, dass sie hoffen konnten, dass sie Asyl bekommen werden und damit nicht Stalin ausgeliefert werden. Das heisst, mit der Antwort, man merkt Ihnen das so an, gell? Sie sind seit sechs Jahren da natürlich. Ja. Aber man merkt Ihnen an, das fasziniert Sie irgendwie, das Engagement von dem Adolf Peter Gob. Das fasziniert einen natürlich schon, weil wir wissen ja gerade heutzutage auch wieder, dass es in vielen Ländern Kriege gibt, Verzweiflung, Menschen, die fliehen, nicht wissen, wie es weitergeht, die hoffen, aufgenommen zu werden und nicht zurückkehren müssen in Länder, wo sie je nachdem wirklich zum Tode verurteilt werden, was in dem Fall auch passiert wäre bei diesen russischen Soldaten und in der Folgegeschichte auch je nachdem passiert ist. Und so hat es auch wirklich einen Bezug auf gerade, was heutzutage passiert, und zeigt aber eben eine Person wie Adolf Peter Gob, der damals selbst noch sehr arm alles gegeben hat, um diesen Soldaten zu helfen, zu überleben. Gibt es auch, sagen wir mal, Chinesen, Japaner, die daher können und sich mit den Ostern beschäftigen? Also Ostern kennt man ja nicht gerade überall, aber... Das ist das Besondere, und das hat auch Adolf Peter Gob gesammelt. Er hat nicht nur Ostereier eben aus Russland und aus Liechtenstein, der Schweiz und Österreich und Deutschland gesammelt, sondern aus der ganzen Welt. Und überall, wo es Christen gibt,
gibt es natürlich auch Ostereier, aber auch in anderen Ländern, die andere Religionen haben, hat häufig das Ei eine große Bedeutung, auch im Hinduismus oder im Buddhismus, wo dann das Ei für das Leben steht, denn aus dem Ei entsteht das Leben. Und schon bei den alten Ägyptern vor 5000 Jahren hat es diese gleiche Symbolik gegeben, sodass wir auch sagen können, es gibt wirklich Eier von den ältesten Kulturen, von Altägypten über Griechen und Römer bis in die heutige Zeit und auf der ganzen Welt. Und auch hier in der Ausstellung kann man zum Beispiel auch Eier sehen aus Indien, aus Indonesien, aus China, aus Singapur, aus Japan, aus Südamerika, aus Nordamerika. Also von überall können wir hier wunderbare Ostereier sehen. Sie haben das auf Peter Gob selber nicht mehr erlebt, gell? Sie sind vor 6 Jahren hergekommen. Er ist gerade im März 2011 ist er gestorben, ja. 90-jährig. Also, Sie hätten ihn aber gerne kennengelernt, das merkt man, gell? Ich hätte ihn unbedingt kennenlernen wollen und habe mich schon darauf gefreut, ihn kennenzulernen. Ich kam wirklich ein paar Tage leider zu spät hierher. Und natürlich ist das ein Riesenverlust gewesen, denn es wäre sehr, sehr spannend gewesen, sich mit ihm zu unterhalten. Nicht nur durch seine Ostereiersammlung, sondern er war auch ein intensiver Sammler von anderen Dingen, aber auch seine Welterfahrung und seinen Weitblick, den er schon damals hatte, in verschiedenen Dingen, die eigentlich das Gefühl von Identität, Heimat ausgedrückt haben über eine globalisierte Welt. Genau, eine Ausstellung, die wir jetzt ja auch haben, gell? Das ist auch noch speziell. Also am Ostermäntig ist das Landesmuseum geöffnet, also ja, da kann man auch vorbeikommen. Jetzt vielleicht nochmal eine schnelle Frage an Adolf Peter Gob. Ich habe mal irgendetwas gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich war in Jugendjahren, ich war sehr in Schüche und habe dort einmal irgendwann ein Mädchen ein Osterei gegeben, quasi als Liebesbeweis oder umgekehrt überkommen. Haben Sie von dem mal etwas gehört? Davon habe ich nichts gehört, aber das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Und, weil es war ja generell die Tradition, sowohl in Liechtenstein wie in der Schweiz, Österreich oder eben Süddeutschland, dass es diesen Brauch gab, dass man, wenn man sich in ein Mädchen verliebt hat oder ein Mädchen sich in einen Jungen, dass da die große Gelegenheit war, zu Ostern sich ein Ei zu schenken und damit eben darauf hinzuweisen, dass man sich freuen würde auf eine nähere Freundschaft. Haben Sie als Münchner auch speziellen Bezug zu Ostereier? Oder ist das für Sie eher ein heidnischer Brauch? Nein, als Münchner und natürlich als Katholik habe ich dazu auch einen sehr engen Bezug. Und Ostern war für uns natürlich auch das wichtigste Fest. Und ich habe deswegen natürlich einen sehr starken Bezug. Ich habe auch 2-mal Ostern in Jerusalem erleben dürfen, was natürlich immer ein Höhepunkt war. Und das habe ich schon als Jugendlicher erleben dürfen. Und es ist einfach ja, was ganz Besonderes, wenn man dann Ostern ja, im Heiligen Land verbringen darf. Ja. Oder eben am Ostermäntig im Landesmuseum. Ja, oder im Landesmuseum. Auch etwas ganz Spezielles. Das ist was Spezielles und wir machen ja dazu immer auch ein sehr schönes Programm. Und auch diesmal, schon am Ostersonntag, wird es ein sehr, sehr schönes Osterprogramm auch für die Familie geben. Nebst der Ostereier hat es dahinter natürlich in der Schatzkammer auch einen Haufen andere Sachen. Zum Beispiel die Krone, dazu dann gleich später. Aber ihr müsst einfach wirklich selber in die Schatzkammer reinkommen. Die Öffnungszeiten, die könnt ihr im Internet entnehmen. Ihr seht unten die Internetadresse und dann könnt ihr schauen, wenn das Landesmuseum geöffnet ist. Dann werfen ihr also eine Münze rein. Das ist nicht das Hauptgebäude, sondern das zweite Steingebäude. Und wenn ihr eine Münze reingeworfen habt, dann wartet ihr, bis sich die erste Tür geöffnet hat. Könnt ihr in den Schleuse rein, nachher öffnet sich die zweite Tür. Und dann sind ihr eben drinnen da, in dieser Schatzkammer. So sieht das dann etwa aus. Wir können es allerdings natürlich nicht so einfangen, wie es in Wirklichkeit wirklich aussieht. Jetzt nochmal die Frage, Professor Rainer Volkommer, jetzt haben wir hier eine Krone. Was ist denn das für eine? Ist das eine Zarenkrone oder was ist das? Das ist die sogenannte Fürstenhaube. Das Original wurde 1626 für den damaligen Fürsten Karl I. von Liechtenstein hergestellt, war damals die teuerste Krone, die je entstanden ist, von dem gleichen Juwelier, der auch die Kaiserkrone für Rudolf II. Gemacht hat. Und die Besonderheit war damals, dass diese Krone schon, was eigentlich erst ab dem 19. Jahrhundert üblich geworden ist,
99 Diamanten und 30 große Diamanten hatte, also eine große Anzahl von Diamanten. Und erst eigentlich im 19. Jahrhundert findet man die großen Diamantenminen in Südafrika und Südamerika. Und deswegen war das was ganz Besonderes. Und weil sie so besonders war, wurde sie häufig gezeichnet, dokumentiert, beschrieben, abgebildet. Und zum Glück, weil das große Rätsel hier bei der Originalkrone ist, sie wurde alle 10 Jahre, wurde die Kunstkammer des Fürsten durchforstet, man hat es wieder inventarisiert. Und im Jahre 1750 war noch alles in Ordnung. Und 10 Jahre später, als man wieder inventarisieren will, war sie verschwunden. Und seitdem ist sie eigentlich verschwunden. Und vor knapp 40 Jahren hat man zum 40-jährigen Thronjubiläum von Fürst Franz Josef entschieden, dass die Gemeinde und das Land Geld zusammennehmen, um eine Replik dieser ehemaligen Krone zu machen und diese dem Fürsten zu schenken. Und das ist diese, die wir hier nun in der Schatzkammer bewundern dürfen. Aber ganz ehrlich, Franz Josef II. Als Forstingenieur hätte die Krone wahrscheinlich nie wirklich getragen, oder? Nein, er hat sie nie getragen, er hat sie gerne angenommen und, was für uns sehr schön ist, hat sie dann uns zur Betreuung übergeben. Und seitdem ist sie im Landesmuseum und seitdem es die Schatzkammer gibt, ist sie nun in der Schatzkammer und begrüßt die Besucher. Man sieht es im Hintergrund ganz vage, machen Sie da auch Führungen? Sie wissen ja ungeheuer viel. In der Regel nicht. Es ist sozusagen eine Schatzkammer, die für sich selbst spricht. Jeder Besucher, der eintritt, kann einen sogenannten Saalzettel nehmen. Da hat er dann Beschreibungen zu den einzelnen Objekten. Und ich glaube, es ist wie in großen Schatzkammern, ob es London ist oder Wien, dass es doch am schönsten ist, diese Dinge vor allem zu sehen, selbst zu entdecken und vielleicht je nachdem durch den Saalzettel nachzulesen, was einem am meisten interessiert. Muss nicht auf London, man kann auf Vaduz am Ostermäntig zum Beispiel, ist das Landesmuseum eben geöffnet. Es gibt auch sonst viele Möglichkeiten. Und dann sind wir von der Schatzkammer durch ins Landesmuseum und ich habe festgestellt, die Ostereier, die vielfältige Sammlung, das ist nur ein kleiner Teil von dem, was das Landesmuseum zu bieten hat. Kunststück, das der Direktor gerade so raussprudelt auf jedem Meter. Ja, hier sieht man dann auch noch in unserem Museumshop haben wir natürlich auch schöne Ostereier anzubieten. Unter anderem von einer Malerin von Vaduz, die diese Hand bemalt hat. Einerseits das Motiv nach dem berühmten Apfelblüten-Fabergé-Ei, aber auch Motive von Liechtenstein. Und gleichzeitig von israelischen Juwelieren haben wir hier dann sehr ausgefeilte Ostereier, die teilweise auch wie Uhren und Spieluhren zu benutzen sind, die man dann auch erwerben könnte und vielleicht ein sehr schönes Andenken an Ostern und an Liechtenstein sind. Ja, wir sehen hier 7 Ostereier, die um 1900 in Russland hergestellt worden sind. Im Hintergrund zunächst Porzellaneier, 2 besondere, die rötlich gefärbt sind, die jeweils die Kaiserkrone zeigen. Und die eine war mit dem Monogramm von Nikolaus II. Versehen und die andere von seiner Frau. Und dann im Vordergrund vielleicht interessant Stadtansichten um 1900 von Moskau. So wie wir es häufig auch in den Nachrichten sehen, der Kremlpalast von der Ferne gesehen. Dann im Kreml selbst die verschiedenen Kathedralen. Und ganz rechts das neue Symbol des neuen Glaubens in Russland, die Erlöserkirche, die von Stalin gesprengt worden ist. Und nachdem die Sowjetunion aufgelöst worden ist und Russland neu entstanden ist, hat man auch diese Erlöserkathedrale wieder neu erbaut und kann sie so nachempfinden, so wie sie damals um 1900 war. Jetzt sind wir in der Ausstellung drin, wir können dem nicht gerecht werden, es ist eine riesige Ausstellung und natürlich unglaublich viele Facetten drin. Worum geht es in dieser Ausstellung vor allem? In der Ausstellung es werden verschiedene Werke gezeigt, die entweder Videoarbeiten sind, Fotografien oder Computerarbeiten.
Videobildschirme, verschiedenste, modernste Techniken angewandt worden sind, aber um die heutige Welt darzustellen, das heißt die Globalisierung. Und die große Frage in dieser Globalisierung ist heutzutage die Identität. Jedes dieser Werke von 20 Künstlern, die von allen 5 Kontinenten kommen, hat sich die Frage einer Identität gestellt. Das kann die eigene Identität sein, es kann die Identität in der Gruppe sein, es kann die Identität in einem Berufsleben sein, es kann die Identität eines Dorfes, einer Gemeinschaft sein, bis zur Identität eines Landes. Alle diese Themen werden hier angesprochen und geben Anregung, vielleicht mal darüber nachzudenken. Und besonders schön ist unter anderem zum Beispiel ein Werk, wo man dann sieht, wie Identität in der globalisierten Welt vielleicht auch aufgeht. Da ist ja so eine Videoinstallation. Um was geht es da? Bei dieser Videoinstallation sieht man eben zunächst ganz grob gesehen durch verschiedene Blumen und Gewürze die Welt zusammengesetzt, so wie sie aussieht hier im linken Bereich. Und dann jedes Mal, wenn von dieser Künstlerin ein Freund, ein Verwandter, ein Bekannter in ein anderes Land gezogen ist, hat sie gesagt, sollen sie Blumen auf das neue Land legen von ihrem eigenen Land. Und am Schluss vermischt sich das immer mehr. Am Schluss ist es so vermischt, dass sich die Grenzen auflösen, dass sich die Farben auflösen, dass alles sehr bunt geworden ist, ineinander geht und dass man dann auch wie bei dieser Aufnahme zum Beispiel auch alles durcheinander streuen kann und sieht, dass die Globalisierung eben vorangeschritten ist. Und wenn man es noch kurz dreht auf die andere Seite, oder, dann sieht man da, dass... Hier sieht man von einem berühmten chinesischen, zeitgenössischen Künstler, der eben sagt, die Identität hängt natürlich nicht nur von einem selbst ab, sondern auch von da, woher man abstammt. Und hier sehen wir, dass er in seinem Mund eine Fotografie hat, die ihn als kleines Kind zeigt mit seinen Eltern. Und er natürlich sagt, ein Teil der Identität ist natürlich auch immer die Identität der Familie, von der man stammt und von der man sich im Positiven wie im Negativen auch nie ganz lösen wird. Alles in allem eine Ausstellung, die noch längere Zeit offen ist, oder? Die ist noch länger offen, die Ausstellung. Die geht noch bis Mitte Juni, kann man diese ansehen. Im Hintergrund sehen wir gerade zum Beispiel die Identität in einer Stadt. Also das heißt, alle gleichen sich immer mehr an. Und wir sind eigentlich alles Tassen, Untertassen, Geschirr, wie hier dargestellt wird. Und was macht das Geschirr am Wochenende, wenn es in einer großen Stadt lebt? Es bricht aus, es will nach außen. Und so gehen dann alle gleichzeitig am Freitag oder Samstag nach draußen, entweder in die Berge oder hier in dem Fall zum Strand. Und schließlich am Abend, Sonntagabend, kehren wieder alle zurück und gehen dann wieder in ihr Schränkchen zurück, also in die Arbeitswelt. Hier sozusagen, das ist so das Eintrittsbild, was in der globalisierten Welt natürlich auch ganz wichtig ist, ist die neue Welt der technischen Medienübertragungen. Wir haben ja erst seit relativ kurzer Zeit überhaupt diese Möglichkeiten, Mails zu verschicken, zu kommunizieren über Netzwerke wie Facebook, und das soll hier dargestellt werden über die Ziffern. Jedes Mal, wenn es einen Pfeifton gibt und kurz stoppt, heißt das, es ist wieder eine Mail irgendwo in die Welt verschickt worden. Ob sie ankommt, wissen wir nicht, aber die Botschaft wird weitergetragen und so kommen wir immer näher und näher zusammen und in einer so rasanten Zeit, dass viele das gar nicht mehr verarbeiten können, was alles möglich ist. Wir sind sozusagen damit in ein neues Zeitalter eingetreten, was viele von uns vielleicht noch gar nicht so wahrgenommen haben. Wir sind damit in einem Zeitalter, dessen Namen vielleicht noch nicht so ganz richtig klar ist, aber die meisten nennen es eben das Zeitalter der Kommunikation oder das digitale Zeitalter. Und das wird hier durch diesen japanischen Künstler ausgedrückt, der dieses über diese Botschaften der Mails eben verkündet.
als auch Welt und eine Wand zum Nachdenken, unserer WWW-Welt. Das birgt ja Gefahren in sich. Oder? Es soll zum Nachdenken anregen und eben zeigen, dass wir in etwas so Rasantes eingetreten sind, was es vorher noch nie gab. Mit diesem digitalen Zeitalter, mit diesen digitalen Medien sind wir uns so nah gekommen wie noch nie und in so einer Geschwindigkeit wie noch nie. Heute in Bruchteilen einer Sekunde kann man sich mit jemandem auf der ganzen Welt unterhalten und Botschaften hin und her schicken. Früher hätte das je nachdem Wochen bis Monate gedauert, bis eine Botschaft ausgesendet und die nächste zurückgekommen wäre. Also wir sind wirklich in einer ganz, ganz neuen Welt, die noch einerseits natürlich unheimliche Möglichkeiten birgt, aber natürlich auch große Gefahren. Und dessen muss man sich bewusst sein. Und das wollte dieser japanische Künstler ausdrücken in diesem Werk, in welcher rasanten Geschwindigkeit wir uns befinden. Und diese Ziffern, die wir hier sehen, sind diese Botschaft. Aber hinter den Ziffern steht natürlich eine wahre Botschaft. Und nur der, der will, kann sie entziffern. Und der, der nicht will, sieht halt nur diese Buchstaben oder Zahlen, die sich bewegen. Jetzt stehen Sie in diesen Ziffern drin. Die Ziffern werden momentan auf Ihr Gesicht projiziert. Merken Sie etwas? Geht Ihnen etwas vor? Sind ja, natürlich. Ja, ja. Also man merkt halt, wenn man jetzt sozusagen, wenn man ein bisschen in die Ferne schaut, dieses Spiel von dunkel und hell ganz extrem erlebt, dass das auch auf einen wie herunterprasselt eigentlich. Und jetzt haben wir selber Licht gemacht, gell? Das ist jetzt äußerst, das ja, gehört genau, nicht dazu, ja. Aber damit man sie besser sieht, ja. Also es ist ja ein sehr merkwürdiges Gefühl. Um das zu erleben, kann man nur empfehlen, einfach zu kommen und das selbst mal auszuprobieren, sich so hinzustellen, in die Ferne zu sehen und dann diese Geschwindigkeit des Lichtes, des veränderten Lichtes und der Botschaften zu spüren.